Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, hier zu sein und habe jetzt spannende Dinge über die technischen Fortschritte bei den erneuerbaren Energien gelernt. Und wir kommen jetzt ein bisschen zurück in Richtung Grundlagenforschung. Warum machen wir das alles? Und weil ich heute hier in Hamburg bin, rede ich nicht nur standardmäßig über den Klimawandel, sondern mit einem gewissen Schwerpunkt in Richtung Meere und Meeresspiegel. Gucken wir mal, ob der Klicker jetzt funktioniert. Noch nicht. Jetzt, wunderbar. Ich fange ein bisschen historisch an, nicht nur, weil ich auf ein Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gegangen bin und dort mein Abi gemacht habe, sondern weil Humboldt einfach vielleicht der größte Naturforscher Deutschlands überhaupt ist. Und er hat schon im Jahr 1843 geschrieben, dass der Mensch das Klima verändert, und zwar durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Da hatte er natürlich vollkommen recht und war seiner Zeit etwas voraus. Er konnte noch nicht wissen, welche Gase den Treibhauseffekt machen, obwohl der Treibhauseffekt schon bekannt war seit 1824, Fourier, und Humboldt, also welche Gase den Treibhauseffekt verursachen, ist dann erst 1859 durch John Tyndall in Laborversuchen aufgeklärt worden. Was Humboldt auch noch nicht wissen konnte, ist, wie stark dieser Treibhauseffekt ist. Das hat als erster der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius im Jahr 1896 versucht auszurechnen, als er berechnet hat, wie viel globale Erwärmung eine CO2-Verdopplung in der Atmosphäre bringen würde. Und er kam damals auf 4 Grad bei CO2-Verdopplung. Diese Kennzahl nennen wir heute die Klimasensitivität, weil sie eben angibt, wie empfindlich reagiert denn unser Klima auf eine Störung im Strahlungshaushalt, speziell Beispiel CO2-Verdopplung. Und diese 4 Grad ist heute noch im Unsicherheitsbereich. Wir gehen heute davon aus, die Klimasensitivität liegt in der Nähe von 3 Grad, mit einer Unsicherheit, einem Unsicherheitsbereich noch zwischen 2 und 4 Grad. Also da ist Arrhenius noch drin, der mit etwas Glück in die Nähe des richtigen Werts gekommen ist, weil damals am Ende des 19. Jahrhunderts er noch gar nicht all diese Informationen hatte, die man eigentlich braucht, um diese Rechnung richtig durchzuführen, insbesondere die genauen spektroskopischen Absorptionseigenschaften des CO2-Moleküls waren eben damals noch nicht so bekannt, wie man es eigentlich braucht. Heute haben wir ein sehr detailliertes Verständnis der Strahlungsbilanz unseres Planeten, die ja die globale Temperatur bestimmt, nicht nur bei uns, sondern bei allen Planeten. Es kommt auf das Gleichgewicht an zwischen dem, was reinkommt von der Sonne, und dem, was wir abstrahlen an Wärmestrahlung. Und für ein stabiles Klima müssen diese beiden eben im Gleichgewicht sein. Das Gelbe ist die ankommende Sonnenstrahlung, 342 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche. Und ein Drittel etwa wird reflektiert, wie man hier sieht, zwei Drittel aufgenommen in Atmosphäre und an der Oberfläche. Und die Erde strahlt eben wie jeder Körper in der Physik Wärmestrahlung ab, abhängig von ihrer Temperatur. Je wärmer, desto mehr. Also die Erde wärmt sich immer bis zu der Durchschnittstemperatur auf, bis sie wieder so viel abstrahlt, wie sie von der Sonne bekommt. Und das Problem dabei ist, dass die langwellige Strahlung, die man von der Oberfläche dort sieht, 390 Watt pro Quadratmeter, zum allergrößten Teil gar nicht direkt rauskommt, weil sie unterwegs aufgehalten wird durch die Treibhausgase. Das hat John Tyndall schon 1859 erkannt und sehr einfach einen Satz dazu geschrieben, der da lautet: Die Atmosphäre ist durchsichtig für die kurzwellige Sonnenstrahlung, hält aber die langwellige Wärmestrahlung zurück, und deswegen hat die Wärme die Neigung, sich an der Oberfläche anzusammeln. Und so ist es eben auch. Das heißt, wir bekommen aus der Atmosphäre, von den Treibhausgasen und den Wolken eine Rückstrahlung, die wir hier sehen ganz rechts, 324 Watt pro Quadratmeter, doppelt so viel, wie wir an Sonnenwärme an der Erdoberfläche absorbieren. Und das heißt, wir drehen hier bei der Veränderung dieser Rückstrahlung an
der größten Stellschraube im Klimasystem, an der wir überhaupt drehen können hier in unserer Strahlungsbilanz. Und wie stark wir daran drehen, sieht man, wenn man sich einfach anschaut, wie stark wir die Treibhausgasmengen in der Atmosphäre erhöhen. Das ist alles komplett menschengemacht, dieser Anstieg gegen Ende. Der wichtigste Strahlungseffekt kommt dabei vom Kohlendioxid. Allein dieser Anstieg macht 2 Watt pro Quadratmeter Störung dieser Strahlungsbilanz aus. Und das ist eben der Grund, warum es wärmer wird. Und es wird so viel wärmer werden, bis die Erde eben wieder diese 2 Watt kompensiert, indem sie entsprechend mehr abstrahlt. Und das ist letztlich das, was die Klimasensitivität bedingt und ausmacht. Das Ergebnis dieser Störung unseres Strahlungsgleichgewichts sehen wir hier. Das ist die globale Temperaturentwicklung, die Warming Stripes. Ich lege mal die klassische Art, dieselben Daten darzustellen, drüber, diese Temperaturkurve. Und da sehen wir jetzt auch eine Skala. Wir sind jetzt bei gut 1,2 Grad Erwärmung relativ zum späten 19. Jahrhundert angekommen. Und diese Erwärmung ist übrigens vorhergesagt worden, bevor man sie beobachtet hat. Der, wie gesagt, schon Arrhenius im späten 19. Jahrhundert hat das vorausberechnet, dass wir durch unsere CO2-Emissionen eine Erwärmung bekommen. Den ersten offiziellen Expertenbericht, bestellt vom amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson, der stammt von 1965, der berühmte Revell Report. Und da steht eben schon drin, dass wir durch die fossile Energienutzung eine Erderwärmung bekommen werden und Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg, ist da alles beschrieben. Aus Sorge darüber gab es ja dann 1979 die erste Weltklimakonferenz, 1990 den ersten Bericht des Weltklimarats IPCC und 1988, das habe ich auch noch drauf, hat der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen als erster vor dem amerikanischen Senat in einer Anhörung ausgesagt, die lange vorhergesagte Erwärmung ist jetzt da, wir sehen sie in den Daten. Und damals war ich gerade Doktorand in Neuseeland, wurde damals natürlich viel diskutiert, war auf der Titelseite der New York Times. Inzwischen geht die Erwärmung seit Jahrzehnten eben auch genauso weiter wie von den frühen Klimamodellen in den 1970ern und 80ern schon vorausberechnet. Den Erdgipfel in Rio habe ich gerade schon erwähnt, das ist jetzt 50 Jahre her, 50 Jahre ist der Revell Report her, 30 Jahre her, Erdgipfel in Rio, und damals hat die Weltgemeinschaft beschlossen, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern und die Klimarahmenkonvention verabschiedet. Und unter diesem Dach der Klimarahmenkonvention finden ja die jährlichen Weltklimagipfel statt, wovon wir gerade den 27. in Sharm el-Sheikh in Ägypten erleben jetzt. Das zeigt eben, ja, der erste war übrigens in Berlin 1995, geleitet von einer gewissen Angela Merkel. Und schon an der Zahl COP27, also 27. Weltklimakonferenz, sieht man eben, wie viele Jahre doch schon darüber verhandelt wird, was wir denn nun eigentlich gegen die Erderwärmung tun, was in Rio ja beschlossen wurde, das zu tun. Inzwischen ist die Temperatur so weit gestiegen, dass selbst auf paläoklimatologischen Zeitskalen, wenn wir mal hier die letzten 24.000 Jahre anschauen, also die Veränderung seit der letzten Eiszeit, wir deutlich die Veränderung sehen. Wir haben das stabile Klima des Holozän bereits hinter uns gelassen, also der gesamten Phase der menschlichen Zivilisation mit Beginn der Entdeckung der Landwirtschaft, des Sesshaftwerdens des Homo sapiens, angefangen der Städtebau, ist alles in den letzten 10.000 Jahren Holozän passiert. Und
ja, wir katapultieren uns aus diesem stabilen Holozän-Klima gerade hinaus. Und die letzten 10 Jahre waren bereits wärmer als irgendein Jahrzehnt jemals im Holozän gewesen ist. Und damit auch seit mindestens 100.000 Jahren, weil da vor dem Holozän gab es eben 100.000 Jahre Eiszeit. Wenn wir uns ein bisschen reinzoomen in die letzten 2000 Jahre, sieht man nochmal sehr deutlich, wie rasant die moderne Erwärmung vonstatten geht. Es ist in der Erdgeschichte, soweit wir überhaupt zurückschauen können, keine ähnlich schnelle, so große Erwärmung überhaupt bekannt. Auch in Deutschland sind die Temperaturen auch angestiegen, das ist ja klar. Der Verlauf sieht ähnlich aus wie im globalen Mittelwert. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind natürlich viel größer, weil im globalen Mittel heben die sich ziemlich stark weg, diese Schwankungen. Je kleiner die Region, die man anschaut, desto größer sind einfach die natürlichen Schwankungen durch das Wettergeschehen. Und was wir aber auch sehen an der geglätteten Linie, dass die Erwärmung in Deutschland schon 2 Grad übersteigt, und auch das ist nicht überraschend, sondern so von den Klimaforschern vorhergesagt worden, weil Deutschland nun mal ein Landgebiet ist und die globale Mitteltemperatur besteht zu 70% aus Ozeantemperaturen und die erwärmen sich langsamer, die Ozeane, und deswegen folgt natürlich, dass die Landgebiete sich schneller als der globale Mittelwert erwärmen und typischerweise etwa doppelt so stark. Und das ist etwas, was auch nach Jahrzehnten Klimadebatte noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen ist. Die Leute fragen, was soll denn an 2 Grad Erwärmung so schlimm sein? Aber machen sich nicht klar, dass das dann auf den Landgebieten, wo wir ja leben, dann 4 Grad sind. Und wenn Sie die Temperatur für ein Ökosystem oder für die Landwirtschaft um 4 Grad verändern, dann ist das eben ziemlich massiv. Und die ganze Natur, die Wälder und so weiter sind dann nicht mehr an das dann herrschende Klima angepasst. Die Ökosysteme werden entsprechend kollabieren und auch die Landwirtschaft, wie wir sie hier gewohnt sind und hier betreiben, wird unter einem solchen Klima dann nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Auch gerne gefragt wird, welchen Anteil der Mensch an der modernen Erderwärmung hat. Manchmal gibt es ja auch so Abstimmungssoftware und ich frage das Publikum. Es ist sich immer nur erstaunlicherweise auch eine Minderheit bewusst, dass die moderne Erwärmung zu 100% vom Menschen verursacht ist. Es gibt keinen nennenswerten Beitrag von irgendwelchen natürlichen Komponenten, sondern die Sonnenaktivität hat auch seit Mitte des 20. Jahrhunderts abgenommen. Ein klein wenig der von uns verursachten Erwärmung entgegengewirkt, sodass genau genommen, wenn man es genauer bestimmen könnte und nicht noch diese Unsicherheitsmargen hätte, die da auch gezeigt sind, man wohl annehmen kann, dass der Mensch etwas mehr als 100% der beobachteten Erwärmung verursacht hat, weil es einen kleinen Gegenbeitrag von der Abnahme der Sonnenaktivität gegeben hat. Stichwort kalte Sonne, das ist ja ein bekanntes Klimaskeptikerbuch von Herrn Fahrenholt, der dann aber auch prognostiziert hat, dass es kühler werden wird. Das ist inzwischen die am schnellsten falsifizierte Klimaprojektion, die es überhaupt gibt, denn die Erwärmung ist natürlich auch seit Erscheinen seines Buches immer schön weitergegangen, weil die Schwankungen der Sonnenaktivität eben vernachlässigbar klein sind gegenüber dem Effekt der steigenden Treibhausgasmengen. Wenn wir diese Messdaten nicht hätten oder wenn uns Außerirdische aus dem All beobachten würden, unseren Planeten, den würde man auch sehen, dass es eine dramatische Erwärmung gibt. Man muss nur hier auf die Polkappe schauen, auf die Eisbedeckung auf dem Arktischen Ozean, die wir hier sehen. So sah die noch bis in die 70er, 80er Jahre aus im Sommer. Inzwischen sieht sie typischerweise so aus. Das heißt, es ist etwa die Hälfte der Eisdecke schon verschwunden. Außerdem hat sich die Dicke dieser Eisdecke auf dem Arktischen Ozean auch halbiert, sodass in den Sommermonaten noch ungefähr ein Viertel der Meereisbedeckung da ist, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch normal war.
Und ich denke, fast alle, die hier im Raum sind, werden auch noch das erleben, dass wir zum ersten Mal einen im Wesentlichen eisfreien arktischen Ozean im Sommer sehen werden. Das ist natürlich ein komplettes Umkrempeln des arktischen Ökosystems mit all den Tieren und Pflanzen, die daran hängen, an dem Vorhandensein dieser Meereisbedeckung. Und hat auch einen erheblichen Einfluss auf Wetterextreme bei uns in Europa. Auch dazu gibt es sogenannte Proxydaten aus Sedimenten, um die Geschichte zu rekonstruieren der arktischen Eisdecke. Und da sieht man eben in den letzten etwas mehr als 1000 Jahren, dass sie im Wesentlichen stabil war und dann erst im 20. Jahrhundert begonnen hat, stark abzunehmen. Die gepunktete dunkelblaue Linie zeigt die direkten Beobachtungen, die im 19. Jahrhundert begonnen haben. Und man sieht da den starken, das Schwinden des Eises. Am Schluss in Rot ist auch noch der Trend der Satellitendaten seit den 70er Jahren drüber gelegt. Und mein Kollege Markus Rex aus Potsdam, der die Expedition der Polarstern über den Nordpol vor 2 Jahren geleitet hat, kam zurück und hat gesagt, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut. Das, was wir als Menschen hier an Land am ehesten merken, sind nicht die Veränderung der Mittelwerte, die muss man letztlich messen, um sie wirklich wahrzunehmen, aber wir merken die Häufung von Extremen, insbesondere logischerweise Hitzeextremen. Das würde auch jeder Laie leicht vorhersagen, dass in einem wärmeren Klima Hitzeextreme zunehmen. Man hätte vielleicht als Laie nicht erwartet, dass sie so dramatisch zunehmen. Wenn ich hier mal die dunkelrote Kurve zeige, das sind Extremwerte, die 3 Standardabweichungen über dem Mittelwert liegen, also etwas, was normalerweise extrem selten auftritt. Sieht man auch in der Referenzperiode, relativ zu der hier klimatischer Mittelwert genommen ist, die ist von 1950 bis 1980, da ist die dunkelrote Kurve ist etwa bei 0, fast 0, kommt kaum mal drüber raus, ist eben klar, 3 Standardabweichungen, weiß jeder, wie selten sowas ist. Und inzwischen ist ständig etwa 10% der globalen Landfläche 3 Standardabweichungen über dem, was noch bis in die 80er Jahre normal war. Das heißt, extreme Hitze nimmt nicht nur zu, sie nimmt in der Häufigkeit sehr dramatisch zu. Und auch das ist so vorhergesagt und auch nicht besonders überraschend, denn das ist genau das, was passiert, wenn man eine gaußsche Normalverteilung, was für Temperaturen gilt, einfach in Richtung wärmere Werte hin verschiebt, dann nehmen die Werte am äußeren warmen Rand eben wirklich dramatisch in der Häufigkeit zu. Und das sind dann so Events wie im vergangenen Sommer, hier Juni, 19. Juni zum Beispiel, wo einige Temperaturrekorde in Europa gebrochen worden sind. Auch im Juli gab es das ja. Und diese extreme Hitze ist eben tödlich. Das sehen wir, wenn wir uns einfach mal die Mortalitätsstatistik in Europa anschauen. Da sieht man den Jahreslauf der Sterblichkeit in Europa. Und zwar für die 3 Sommermonate. Und diese gestrichelte blaue Linie, das ist der Mittelwert, ist die normale Mortalität in Europa mit ihrem Bereich 1 und 2 Standardabweichungen. Und da sind wir weit, weit drüber gewesen im vergangenen Sommer. Es gab 108.000 zusätzliche Todesfälle in Europa, mehr als normal. Davon ist nur ein kleiner Teil auf Corona zurückzuführen, weil im Juni, Juli, August gab es keine besonders signifikanten Corona-Wellen. Und wenn man das mit der Temperatur korreliert, sieht man eben, dass die höchsten Sterblichkeiten immer genau dann und in den Ländern aufgetreten sind, wo es gerade besonders heiß war. Am schlimmsten war die Woche vom 18. bis 24. Juli. Die Karte da unten zeigt in den blauen, dunkelblauen Ländern, wo es eine sehr stark erhöhte Sterblichkeit in dieser Woche gegeben hat. Das war die Woche, wo in der Region London erstmals in der britischen Geschichte mehr als 40 Grad gemessen worden sind. Und man sieht das eben sofort an der Mortalitätsstatistik.
Ich habe bis zu diesem Sommer habe ich immer eine Folie aus dem sogenannten Jahrhundertsommer 2003 dazu gezeigt, wo hinterher die Auswertungen in der Fachliteratur ergeben haben, dass es im Sommer 2003 in der Hitzewelle in Europa etwa 70.000 zusätzliche Todesfälle gegeben hat. Und 2003 war damals übrigens der heißeste Sommer in der europäischen Geschichte seit mindestens dem Jahr 1500, ist inzwischen überboten worden. Jetzt ist 2022 als heißester Sommer in der Statistik vor 2021, 2018, 2010 und 2003. 2010 war übrigens diese Hitzewelle mit Schwerpunkt Osteuropa, riesige Brände um Moskau herum. Die Russen haben Getreideexporte eingestellt, verboten wegen der großen Ernteausfälle, was damals mit den arabischen Frühling ausgelöst hat, weil die Brotpreise in Nordafrika so angestiegen sind, mangels Weizenexporte aus Russland, dass das eben auch politische Konsequenzen dann gehabt hat. Das kommt ja jetzt wieder ins Bewusstsein mit dem Ukraine-Krieg, wie stark gerade Nordafrika von unseren Getreideexporten aus dem östlichen Europa abhängt. Und eben gerade Russland und Ukraine gehören zu den Kornkammern. Es geht aber nicht nur um Hitze, sondern auch die Niederschläge haben zugenommen, haben die Klimamodelle auch schon seit 30 Jahren vorhergesagt, ist aber auch wieder einfache Physik, weil warme Luft pro Grad Erwärmung 7% mehr Wasserdampf enthalten kann und entsprechend auch abregnen kann. Das lernt man als Physiker im ersten Semester, ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die den Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf in Abhängigkeit von der Temperatur angibt. Und auch die Messdaten zeigen, dass auch diese Vorhersage eintritt. Hier sehen wir die Häufigkeit von neuen Rekorden der Tagesniederschlagssumme von weltweiten Messstationen, Niederschlagsmessstationen, eine Publikation, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. 10 Jahre davor hatten wir das schon mal gemacht, da sah man das auch schon. Wir haben nur noch mal ein Update publiziert und der Effekt ist sehr deutlich. Man sieht, wie die rote Kurve, die geglättete Kurve hier aus ihrem blauen Zufallsbereich rausgelaufen ist. Das heißt, seit den 90er Jahren sind diese Starkregenereignisse statistisch signifikant erhöht und steigen immer weiter an. Und das sind dann so Events wie hier Braunsbach 2016. Sieht aus wie aus einem bisschen überzogenen Science-Fiction-Film, hat aber jemand mit seiner Handykamera aus dem Fenster gefilmt. Ich hätte da, glaube ich, große Angst gehabt, dass mein Haus einstürzt. Ja, das ist, was ein Gewitterregen von ein paar Stunden anrichten kann. Und solche Ereignisse werden einfach immer häufiger. Noch einmal zurück hier. Nee, doch nicht. Es ist aber nicht nur zunehmende Niederschläge, sondern auch Trockenheit. Und das Dürreproblem hat mehrere Aspekte. Es ist zum einen natürlich abnehmende Niederschläge. Das ist, was diese Karte hier zeigt. Das ist besonders im Mittelmeerraum der Fall. Hier geht es um die Winterniederschläge, die im Mittelmeer eben besonders wichtig sind, weil im Sommer regnet es da sehr wenig. Die Winterniederschläge haben bei uns zugenommen, das sieht man auch in Deutschland. Bei uns haben dafür die Sommerniederschläge abgenommen. Für die Dürreproblematik ist aber eine andere Sache noch, zumindest in Deutschland, noch relevanter als die Veränderung der Niederschläge. Das sind die Veränderungen der Verdunstung, die in einem wärmeren Klima zunimmt, sodass man eben, um das zu kompensieren, die stärkeren Wasserverluste von Böden und Vegetation, braucht man eine starke Zunahme von Niederschlägen, um die Wasserbilanz wieder auszugleichen. Und der Hauptgrund für die stark zunehmende Dürre in Deutschland sind nicht abnehmende Niederschläge, sondern eine zunehmende Verdunstung, sodass die klimatische Wasserbilanz immer negativer wird. Wenn man dann ein paar Jahre mit wenig Niederschlägen hat, wie seit 2018 bei uns, dann führt das eben dann gleich zu einer sehr starken Austrocknung der Böden und der Wälder und so weiter. Und auch hier sehen wir die politischen Konsequenzen
In Syrien in dem Fall sieht man auch die starke Abnahme der Niederschläge und Syrien hat in den Jahren bis 2010 die schlimmste Dürre der Geschichte erlebt, was zu Viehsterben, Verdorren der Felder und 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen in Syrien geführt hat und damit stark zu der großen Unzufriedenheit mit dem Assad-Regime beigetragen hat, die sich dann in diesen Massenprotesten geäußert hat. Es war also auch ein Faktor, der letztlich dann das Land destabilisiert hat. In diesem vergangenen Sommer haben wir auch große Dürre wieder gesehen, so sah die Loire aus. Und die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der französischen Kernkraftwerke abgeschaltet war, zum Teil wegen technischer Probleme, zum Teil aber eben auch mangels Kühlwasser, die Kraftwerke an den Flüssen, ist ja ein wichtiger Grund für die Stromknappheit in Europa und für die Tatsache, dass auch Deutschland durch Stromexporte den französischen Nachbarn beispringen musste. Okay, die Folie hatte ich eigentlich jetzt vor der Dürre. Erwarte jetzt noch etwas zur Überschwemmung, ist mir etwas durcheinander geraten. Nur noch mal an die Ahrtalflut erinnern im vergangenen Jahr, die ja auch verheerende Folgen gehabt hat. Und diese Studie, die hier auch noch gezeigt ist, die stammt aus dem Jahr davor, 2020, wo Forscher von der ETH in Zürich gezeigt haben, dass eben auch in Deutschland, in den Niederlanden, in Schweiz und Österreich eine signifikante Zunahme der Starkregenereignisse, Extremregenereignisse einfach beobachtet wird. Es ist einfach eine Messtatsache, dass das, was da vorhergesagt wurde von den Klimamodellen, inzwischen eingetreten ist. Und noch ein Beispiel für Dürre ist der Westen, Südwesten der USA, Kalifornien. Dürre führt dann zu den Waldbränden, das zeige ich deswegen hier, das hätte jetzt auch Australien als Beispiel nehmen können. Man sieht den Rauch von diesen Feuern sehr deutlich auf diesem Satellitenfoto vom vergangenen August. Und dieser Rauch ist sogar über den gesamten amerikanischen Kontinent rübergezogen, sodass die Luftqualität in New York City gesundheitsschädlich war, aufgrund der starken Brände auf der anderen Seite von Nordamerika. Das Thema Kipppunkte wurde ja schon nachgefragt und das ist natürlich seit vielen Jahren eins meiner Forschungsthemen und diese Grafik soll illustrieren, was ist eigentlich ein Kipppunkt. Diese Kugel liegt in einer Mulde, Physiker würde sagen in einem Potentialtopf und das ist ein stabiles Gleichgewicht, wenn sie dort liegt und wenn dieser Mensch sie ein bisschen auslenkt zur Seite und dann wieder loslässt, wird sie wieder zurückrollen. Außer dieser Mensch schiebt die Kugel zu weit über diesen Scheitelpunkt, dann rollt sie eben nicht mehr zurück, sondern ab da rollt sie von alleine weiter nach rechts. Und das ist genau das Charakteristische eines Kipppunkts. Also der Punkt, der hier mit dem Pfeil gekennzeichnet ist, ist der Kipppunkt. Der Kipppunkt ist der Punkt, wo eine Entwicklung, die man vorher angeschoben hat, dann zu einem Selbstläufer wird, ohne dass man weiter schiebt. Und das System in einen völlig neuen Zustand überführt. Und an dem einfachen Beispiel sieht man schon, man braucht da keine sehr komplizierte Physik dazu, sondern es ist eigentlich ziemlich simpel. Und deswegen gibt es viele Aspekte des Klimasystems, die solche Kipppunkte haben. Ich werde gleich auf die Atlantikzirkulation, auch als Golfstromsystem bekannt, eingehen, noch ein bisschen mehr. Und das zweite Beispiel, das Grönlandeis. Es gibt aber noch mehr, den Permafrost, westantarktischen Eisschild. Es gibt biologische Kipppunkte wie die Korallenriffe oder den Amazonasregenwald. Den Begriff des Umkippens kennen wir ja von Ökosystemen, vom Gartenteich zum Beispiel, aber auch von großen Ökosystemen, weil Ökosysteme einfach Belastungsgrenzen haben, wie viel sie aushalten an Temperaturexzessen, wie die Korallenriffe, die einfach kritische Temperaturgrenze haben, die sie nur aushalten können, wenn es wärmer wird, bleichen sie aus und sterben dann letztlich auch ab. Oder der Wald kann nur eine bestimmte Trockenheit aushalten, bevor die Bäume verdorren oder in Flammen aufgehen oder von Schädlingen wie Borkenkäfern dann vernichtet werden. Und was diese Grafik auch zeigt, ist der
einer der Forschungsschwerpunkte eigentlich jetzt, das sind die Verbindungen zwischen den verschiedenen Kipppunkten, die sich gegenseitig triggern können. Zum Beispiel, wenn das Grönlandeis eben abschmilzt, gelangt jede Menge Süßwasser in den Nordatlantik. Und das ist genau der Faktor, der das Golfstromsystem schwächt und über den Kipppunkt bringen könnte. Diese Kipppunkte können sich also wie Dominosteine dann gegenseitig auslösen. Und das ist so einer der Albträume von uns Klimaforschern. Beispiel Atlantikzirkulation, gab es im letzten Jahr einen sehr schönen Artikel in der New York Times, also schön im Sinne von toll grafisch animiert. Die machen so jetzt inzwischen in ihrer Online-Ausgabe wirklich sehr, sehr schick animierte Dinge. Und hier ist von Dramatic Dangers die Rede. Durch die Veränderung, die wir heute im Atlantik schon beobachten können. Und zu diesen Veränderungen gehört dieses Muster hier. Das zeigt den Temperaturtrend seit Beginn der Satellitenmessung 1993 und es zeigt eben diese Kälteblase im nördlichen Atlantik, während hier rundherum sich alles erwärmt hat. Und wir haben das auch mit globalen Daten gemacht. Also wenn man den Trend seit dem Jahr 1900 anschaut, dann hat sich der nördliche Atlantik abgekühlt, während der gesamte Rest des Globus sich erwärmt hat in den letzten gut 100 Jahren. Was ist da los? Um das zu verstehen, nutzen wir Klimamodelle, zum Beispiel dieses Modell hier, wo man mal sieht, wie sieht eigentlich der Ozean in einem solchen Klimamodell aus. In der Farbskalierung sind jetzt die Wassertemperaturen gezeigt und in dunkelrot sieht man das warme Band des Golfstroms, was hier vor Florida hoch geht und dann am Kap Hatteras die Küste der USA verlässt und über den Atlantik rüberströmt, so instabil wird, sich verwirbelt. Wenn man Satellitendaten animiert, sieht das genauso aus. Das ist halt die Modellsimulation, die letztlich einfach die physikalischen Grundgleichungen, in dem Fall Navier-Stokes-Gleichung und Wärmeerhaltungssatz im Computer löst, die auch die echte Natur bestimmen. Und deswegen sieht es dann im Modell auch so aus wie in echt praktisch. Und mit diesem Modell kann man jetzt Experimente machen und gucken, was passiert, wenn wir die CO2-Konzentration im Modell erhöhen. Und so sieht dann die Temperaturveränderung aus, besonders im Nordatlantik. Hier ist jetzt der globale Mittelwert schon abgezogen, sodass alles, was blau ist, hat sich entweder abgekühlt oder nur weniger erwärmt als der globale Mittelwert. Und alles, was orange ist und rot, hat sich deutlich stärker erwärmt als der globale Mittelwert. Und da sieht man so ein komisches Muster im Nordatlantik. Und im Modell wissen wir ja, woran es liegt, weil wir die kompletten Informationen haben und das alles auswerten können. Und es zeigt sich eben, dass es eine Folge der Abschwächung des Golfstromsystems, und zwar nicht nur diese Kälteblase südlich von Grönland und Island, sondern auch die starke Erwärmung vor der amerikanischen Ostküste ist auch eine Folge der Abschwächung des Golfstromsystems. Dieses Muster ist praktisch ein Fingerabdruck dieser Abschwächung. Und meine Doktorandin Levke Caesar hat vor einigen Jahren die weltweiten Meerestemperaturmessungen ausgewertet und den Trend seit dem Jahr 1900 berechnet. Und der sieht so aus, das ist natürlich etwas unschärfer, dieses Bild, weil wir nicht seit dem Jahr 1900 ständig an jedem Punkt messen. Das sind ja hauptsächlich Schiffsmessungen. Man sieht aber, glaube ich, dieses Fingerabdruckmuster im nördlichen Atlantik sticht hier deutlich heraus. Und wir schließen daraus, dass diese Abschwächung des Golfstromsystems, die auch von den Klimamodellen vorhergesagt wird, auch schon zu beobachten ist und schon eintritt. Wenn man das kalibriert mit Hilfe des Modells, kommt man darauf, dass dieses Muster etwa 15% Abschwächung entspricht. Und das Problem dabei ist, wir wissen, diese Umweltzirkulation im nördlichen Atlantik, die wie eine Zentralheizung funktioniert, hat auch einen solchen Kipppunkt. Diese grüne Kurve zeigt die stabilen Gleichgewichtszustände. Wir sehen hier die Stärke der Strömung auf der Y-Achse, und zwar in Abhängigkeit von der Süßwassermenge, die in den Nordatlantik hineingeht. Denn es ist das Süßwasser, was die Zirkulation schwächt, weil es die Oberfläche
weniger dicht macht, das Wasser. Also Salzwasser hat einfach eine höhere Dichte als Süßwasser und damit das Absinken des Wassers dort behindert. Das ist die Absinkregion, die einzige in der Nordhalbkugel, wo Tiefenwasser gebildet wird, wo also Wasser von der Oberfläche bis in mehrere tausend Meter Tiefe absinkt. Und dieses Absinken ist natürlich nur möglich, wenn dort die höchste Dichte an der Oberfläche erreicht wird. Und wenn man das Wasser jetzt künstlich verdünnt durch Schmelzwasser, dann funktioniert das immer schlechter. Und irgendwann kommt der Abrisspunkt, der hier Stommelbifurkation genannt ist auf diesem Diagramm, wo die Strömung einfach abreißt, weil wenn sie sich abschwächt, auch weniger salzreiches Wasser von den Subtropen nachströmt und ab einem gewissen Punkt wird das einfach ein Selbstläufer, ein Teufelskreis, genau wie dieser schematische Kipppunkt, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und auch hier gibt es wieder Sedimentdaten, mit denen man die vergangene Entwicklung der Strömung rekonstruieren kann. Die Karte zeigt die ganzen Punkte, wo diese Daten herkommen, die man dazu genutzt hat in verschiedenen Studien von verschiedenen Forschergruppen. Und wenn Sie einfach in der linken Spalte mal die Entwicklung dieser Strömungsstärke anschauen, das sind die letzten etwa 1400 Jahre, und man sieht, die Zirkulation ist in den meisten dieser Datensätze im Wesentlichen stabil, bis wir dann ins 20. Jahrhundert kommen und sie steil bergab geht. Und die Folgerung dieser Studie steht schon im Titel. Wir glauben, dass diese atlantische Umweltzirkulation jetzt schwächer ist, als sie jemals seit mindestens 1000 Jahren gewesen ist. Was auch natürlich physikalisch verständlich ist angesichts der Erwärmung und der Eisschmelze im Norden, die eben die Dichte des Oberflächenwassers und den Salzgehalt verringern. Zweites Beispiel für ein System mit Kipppunkt ist das Grönlandeis. Wir sehen an den Satellitendaten, dass dieses Eis an Masse verliert. Und zwar sehen wir auch deutlich wo, nämlich an den Rändern. Das ist auch natürlich nicht überraschend, weil dieses Kontinentaleis 3000 Meter dick ist. Das heißt, in der Mitte ist es in sehr hohen Luftschichten und weiter oben in der Atmosphäre ist es natürlich kälter. Wir kennen das aus dem Gebirge. Und von daher ist klar, dass das Eis an den Rändern schmilzt. In der Mitte legt es sogar etwas zu, weil die Schneefälle in einem wärmeren Klima zunehmen. Man muss einfach nur daran denken, die Meereisdecke ist geringer, dadurch gibt es mehr Verdunstung von den umliegenden Ozeanen, dadurch nehmen die Schneefallmengen zu. Aber insgesamt ist diese Schmelze, die man an den Rändern sieht, größer als die Zunahme der Schneefälle, sodass das Grönlandeis in der Summe deutlich und zunehmend an Masse verliert. Und das Problem ist, dass das Eis einen Kipppunkt hat, der ist auch sehr leicht zu verstehen. Wenn das Eis abnimmt, runterschmilzt, dann kommt es ja in immer niedrigere Luftschichten, wo die Luft immer wärmer ist. Und es gibt eben einen kritischen Punkt, ab da reicht dieser Effekt alleine schon aus, ohne weitere Erderwärmung, um das komplette Abschmelzen des Grönlandeises zu verursachen. Dieser Kipppunkt, bei dem das Ganze einfach zum unaufhaltsamen Selbstläufer wird, liegt irgendwo zwischen 1,1 Grad und 2,3 Grad Erwärmung über dem Grönlandeis. In diesem Unsicherheitsbereich sind wir schon drin, das heißt, wir könnten jederzeit den Kipppunkt überschreiten oder haben ihn vielleicht schon überschritten. Das kann man gar nicht feststellen, weil es passiert dann eben nichts Dramatisches, außer dass das weitere Abschmelzen jetzt quasi unaufhaltsam schon einprogrammiert ist. Es beschleunigt sich dann nicht dramatisch oder so. Also man kann das, es ist in der Forschung, wird es heftig debattiert, wie man das feststellen könnte, ob der Kipppunkt schon überschritten ist oder nicht. Das Problem auf jeden Fall dabei ist, dass wenn das Grönlandeis abschmilzt, dann haben wir 7 Meter globalen Meeresspiegelanstieg. Das ist einfach die Menge an Eis, die dort auf dem grönländischen Kontinent liegt. Und damit bin ich schon bei dem Thema Meeresspiegelanstieg, was ja auch im Titel meines Vortrags ist. Man sieht das hier
mal in einer Modellsimulation, wie sowas vonstatten geht. Das ist jetzt das Kontinentaleis in einem Klimamodell. Das fließt ja auch, das Eis. Das sieht man hier auch an diesen Pfeilchen. Und man sieht, wie es sich zurückzieht und diese violetten Flächen eben vom Eis freigegeben werden, wo das Eis vorher gewesen ist. Man sieht jetzt auch, hier sind wir schon im Jahr 2300. Das passiert also, diese 7 Meter, zum Glück nicht innerhalb von 100 Jahren. Aber sie sind eben dann unaufhaltsam. Wir können nur noch in den nächsten 10, 20 Jahren durch unsere Klimapolitik verhindern, dass dieser Kipppunkt überschritten wird und wir dann praktisch alle Küstenstädte in den nächsten Jahrhunderten zum Untergang verdammt haben. Es gibt 130 Millionen Städte an den Küsten der Erde und eine ganze Menge Atomkraftwerke, die durch Wasser gekühlt werden, durch Meerwasser. Der Meeresspiegel steigt bereits an. Das sind die Messdaten, die zeigen, dass der Meeresspiegel etwa 20 Zentimeter gestiegen ist. Also das klingt jetzt noch sehr wenig, natürlich im Vergleich zu den 7 Metern, ist aber schon ein großes Problem für viele Orte. Gerade die amerikanische Ostküste, die jetzt schon ohne Sturmfluten durch sogenanntes Nuisance Flooding betroffen ist, wo Straßen unter Wasser stehen, nur wenn die Gezeitenzyklen mal besonders hoch sind. Und es erhöht natürlich noch mehr die Auswirkungen von Sturmfluten, die einfach immer weiter vordringen, dann, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Ich erinnere an Hurricane Sandy, der die Subway-Tunnel in New York geflutet hat. Das wird dann sehr, sehr teuer, wenn eine Sturmflut bis in eine Gegend reicht, wo das bisher nie passiert ist und wo niemand irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Was man auch sieht, ist, dass der Meeresspiegel nicht nur steigt, sondern der Anstieg beschleunigt sich. Und das ist natürlich auch eine logische Folge einer Erwärmung, denn Eis schmilzt einfach umso schneller, je wärmer es ist. Das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erklären hier. Und von daher haben wir schon lange vorhergesagt, dass mit zunehmender Erwärmung der Meeresspiegelanstieg sich beschleunigt, in etwa proportional zum Ausmaß der Erwärmung. Und genau das zeigen auch die Messdaten inzwischen. Der Anstieg ist übrigens nicht überall gleichmäßig. Da gibt es Unterschiede, die mit verschiedenen Faktoren zu tun haben. Einmal kann es Veränderungen in vorherrschenden Windmustern geben. Dann haben sie mit der ungleichmäßigen thermischen Expansion zu tun. Man sieht hier im nördlichen Atlantik, südlich von Island, eben auch so ein sogar ein leichtes Absinken des Meeresspiegels, weil ich habe Ihnen ja schon erklärt, diese Region kühlt sich ab und hat sich eben nicht erwärmt. Und was man hier so ein bisschen erahnt, ist, dass entlang der Küsten von Grönland der Meeresspiegel auch weniger gestiegen ist. Das hat mit dem Gravitationseffekt des Eises zu tun. Wenn man jetzt alle anderen Faktoren des Meeresspiegelanstiegs mal weglässt und nur die Schmelze des Grönlandeises anschaut, dann würde an den Küsten Grönlands durch die Eisschmelze des Grönlandeises der Meeresspiegel absinken. Weil die Eismasse zieht das Meerwasser zu sich hin und wenn die Eismasse schmilzt, bewegt sich das Meerwasser weg von Grönland. Überall sonst steigt es an. Je weiter weg vom Grönland, desto mehr, aber direkt an der Küste Grönlands sinkt es dann ab. Das ist diese sogenannte Gravity Fingerprint. Das gilt dann auch für die Antarktis, die aber noch nicht so viel Eis verloren hat wie Grönland. Und auch für Alaska zum Beispiel, wo die Gebirgsgletscher stark zurückgegangen sind. Man kann auch wieder mit Sedimentdaten den Meeresspiegelverlauf rekonstruieren. Dort, wo es solche Salzmarsche an der Küste gibt, die sich mit steigendem Meeresspiegel allmählich Sedimentschichten aufbauen. Wenn man dort hineinbohrt, kann man den Meeresspiegelverlauf rekonstruieren, diese Schichten datieren. Und ich war da an einem solchen Projekt in North Carolina beteiligt vor einigen Jahren. Das Ergebnis war, dass jetzt nicht nur von diesem Projekt, sondern eine globale Zusammenschau solcher Studien, dass in den letzten 2000 Jahren seit Christi Geburt in manchen Jahrhunderten der Meeresspiegel ein paar Zentimeter gestiegen, in anderen ein bisschen gesunken ist. Das ist leider in Inches übrigens diese Grafik, weil es eine amerikanische ist. Aber in keinem Jahrhundert zuvor ist der Meeresspiegel so stark gestiegen wie im 20. Was natürlich überhaupt nicht überraschend ist, weil es auch nie so eine Erwärmung in den früheren Jahrhunderten gegeben hat wie im 20. Jahrhundert.
Woher kommt dieser Meeresspiegelanstieg? Es gibt einen Teil thermische Ausdehnung des Meerwassers, das macht etwa 42% aus. Dann die Gebirgsgletscher, 21%, Grönland 15%, Antarktisschmelze 8% des Anstiegs, sodass man ungefähr sagen kann, Hälfte thermische Expansion, Hälfte Eisverlust, Kontinentaleisverlust. Da gibt es noch so ein bisschen Rest durch Grundwasser, was gepumpt wird für die Landwirtschaft und dann ins Meer gelangt und so ein paar andere Faktoren. Und die Summe dieser unabhängig bestimmten Mengen entspricht eben auch nicht exakt dem gemessenen Meeresspiegelanstieg. Da gibt es also quasi einen unerklärten Rest, der aber innerhalb der Unsicherheitsmargen dieser Bestimmungen liegt, sodass also, die habe ich jetzt hier nicht angegeben, aber innerhalb der Unsicherheiten decken sich die unabhängig gemessenen Beiträge mit der Gesamtsumme des gemessenen Meeresspiegelanstiegs. Wie sieht es für die Zukunft aus? Das zeigt der letzte Bericht des Weltklimarats IPCC, aus dem diese Grafik stammt. Es hängt von unseren Emissionen ab. Diese blauen, diese vielen Kürzel hier, das sind die verschiedenen Emissionsszenarien. Und die blauen, die beiden untersten, die sind quasi so Paris-konform. Man kann so etwa sagen, 1,5 bis 2 Grad Erwärmung. Und die orangen und roten, die sind eben deutlich mehr Erwärmung. Der Unterschied ist jetzt hier zwischen 0,5 Meter bis 1 Meter bis Ende des Jahrhunderts. Und was man auch sieht, bei diesen Paris-konformen Szenarien, wo die globale Erwärmung bis 2050 gestoppt ist, geht der Meeresspiegel einfach mit konstantem Tempo weiter, der Anstieg, während bei den Szenarien, wo die Erwärmung weitergeht, beschleunigt sich auch der Anstieg weiter. Wie gesagt, das ist einfache Physik, das ist so zu erwarten. Es bedeutet konkret, den Meeresspiegelanstieg, den wir schon ausgelöst haben durch die bisherigen 1,2 Grad Erwärmung, der wird noch Jahrhunderte anhalten, weil es eben sehr lange dauert, bis die Kontinentaleismassen und zum geringeren Teil auch die thermische Ausdehnung des Ozeans ins Gleichgewicht mit diesem 1,2 Grad wärmeren Klima gerät. Das ist einfach ein sehr träges, langsam reagierendes System. Was auch interessant ist und neu ist in diesem IPCC-Bericht erstmals, ist die gestrichelte Linie, wo der IPCC erstmals zugibt, möchte ich fast sagen, dass es eine große Unsicherheit einseitig nach oben gibt bei diesen Meeresspiegelprojektionen, weil wir zwar relativ gut berechnen können, wie stark Eis an der Oberfläche schmilzt, wenn es wärmer wird, aber nicht inwieweit Eismassen ins Rutschen kommen. Diesen dynamischen Effekt kann man nicht mit den Modellen zuverlässig bestimmen. Aus der Erdgeschichte wissen wir aber, dass es sowas gegeben hat, dass das ein echtes Risiko ist. Und von daher könnte der Meeresspiegel auch wesentlich schneller ansteigen, als es in diesen Modellszenarien ist. Das haben andere schon früher gesagt. Ich habe das schon vor 10 Jahren gesagt und einige Kollegen der IPCC war immer sehr konservativ hier. Das amerikanische National Climate Assessment hat solche Risikoszenarien bis 2 Meter Anstieg bis 2100 schon vor Jahren drin gehabt. Der IPCC hat sich standhaft dagegen gewehrt, aber dieses Mal haben sie es eingesehen, dass das eine echte Gefahr ist. Und es geht sogar noch weiter. Diese Kurve hier, die würde jetzt nach oben weit rausgehen. Die Skala geht hier bis 9 Meter, da die oberste Linie. Das ist für das Jahr 2300. Und da steht sogar der Pfeil nach oben noch bis 15 Meter Anstieg kann nicht ausgeschlossen werden bis 2300, wenn Eismassen destabilisiert werden. Und auch in diesem blauen Szenario, also Paris-konform, können wir auch 2 oder 3 Meter Meeresspiegelanstieg bekommen. Und wenn wir eben noch weiter in die Zukunft schauen, hier sieht man mal sehr schön den Meeresspiegel über die letzten 20.000 Jahre seit dem Höhepunkt der Eiszeit. Gegen Ende der Eiszeit beim Übergang ins Holozän ist der globale Meeresspiegel um 120 Meter angestiegen, weil 2/3 der eiszeitlichen Kontinentaleismassen abgeschmolzen sind, als Reaktion auf etwa 5 Grad Erwärmung. Und
ein Drittel des Kontinentaleises ist noch da, gut 60 Meter könnte den Meeresspiegel noch gut 60 Meter anheben, wenn wir das auch verlieren. Und man sieht hier diese Langzeitszenarien für den Meeresspiegelanstieg. Das sind wieder verschiedene Emissionsmengen. Das niedrigste da, 1280, das ist so ein 2-Grad-Szenario. Da landen wir, das kann man jetzt hier, ich glaube, ich habe ich die Linie noch drin, ja. Da landen wir bei 25 Meter globalem Meeresspiegelanstieg, selbst wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten. Aber zum Glück dauert das sehr lange, weil jetzt reden wir dann wirklich über Abschmelzen der Antarktis, was ein wahrscheinlich sehr, sehr langsamer Prozess sein wird. Aber relevant ist auch dieses hier. Die Anstiegsraten sind natürlich am Anfang am höchsten. Und das ist das, was uns schon in den nächsten Jahrhunderten dann massive Probleme machen wird. Und ja, wir haben genug Eis auf der Erde für 65 Meter Meeresspiegelanstieg. Das meiste davon auf der Antarktis, diese 7 Meter von Grönland sind da drin. Und hier hat National Geographic vor einem Jahrzehnt etwa mal gezeigt, wie viel das für die Freiheitsstatue in New York bedeuten würde, wenn all dieses Eis abschmilzt. Das wird sicherlich so schnell nicht passieren. Es bedeutet aber letztlich für mich, dass wir uns nicht erlauben können, auch nur wenige Prozent des Kontinentaleises zu verlieren. Und wie gesagt, am Ende der letzten Eiszeit gab es 5 Grad Erwärmung und wir haben 2 Drittel des damaligen Kontinentaleises verloren. Ja, was macht das hier für so einen Ort? Das braucht man gar nicht länger erläutern. Die Malediven bauen schon eine neue Insel, die 2 Meter höher liegen soll und wollen große Teile der Bevölkerung umsiedeln. Sowas geht natürlich nur in seltenen Ausnahmefällen. Und der Weltklimarat in seinem letzten Bericht von diesem Jahr hat gefolgert, dass die Küstenschäden mindestens 10-fach ansteigen werden bis Ende des Jahrhunderts. Und ohne Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen sogar noch deutlich mehr und früher. Und dass für viele Küstencommunities der Meeresspiegelanstieg einfach eine existenzielle Bedrohung darstellt. Damit will ich zu einem Zwischenfazit kommen und noch ein paar Worte zur Klimapolitik sagen. Das Zwischenfazit ist relativ einfach. Der Klimawandel ist real. Er ist zweifelsfrei durch fossile Energienutzung und zu einem kleineren Teil, etwa ein Viertel, durch Entwaldung verursacht. Und es ist auch keine Zukunftsprognose mehr. Die Prognosen treten längst ein und es leiden viele Millionen Menschen unter den Folgen: Wetterextreme, Brände, Dürren, steigender Meeresspiegel. Was können wir also tun? Wir haben einen wirklich in der Menschheitsgeschichte historischen Erfolg erzielt mit dem Klimavertrag von Paris. Es hat noch nie ein weltweites Abkommen aller Staaten gegeben, das so weitreichende Konsequenzen für die Politik und das ganze Wirtschaften hat wie diesen Klimavertrag von Paris. Und damals wurde eben beschlossen, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Das wird leider in Zeitungsartikeln oft vergessen, dass es nicht 2 Grad, sondern deutlich unter 2 Grad heißt. Und alle Staaten haben sich verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und wir Klimaforscher können jetzt wieder sagen, was das bedeutet, wie schnell müssen wir die Emissionen runterfahren dafür. Dazu nutzen wir wieder Modelle. Da ich Ihnen schon Ozean und Eis in einem Klimamodell gezeigt habe, will ich Ihnen auch noch mal zeigen, wie die Atmosphäre in einer solchen Modellsimulation aussieht. Auch wieder sehr ähnlich, wie wenn man Satellitendaten animieren würde. Man sieht eben hier schön die Wolken in den Tropen, blubbern die Konvektionswolken. Man sieht ein paar tropische Wirbelstürme, die sich drehen und die üblichen Wettersysteme, Hochs und Tiefs in der Westwindzone. Alles so, wie es in der echten Atmosphäre auch aussieht. Und mit dieser Modellatmosphäre können wir jetzt experimentieren und einfach mal gucken, was passiert, wenn die Emissionen steigen, wie viel können wir uns noch erlauben, um 2 Grad oder 1,5 Grad zu erreichen. Und ja, das Ergebnis zusammengefasst sieht so aus. Wir sind im Moment noch auf einem solchen Pfad laut IPCC-Bericht, aus dem diese Grafik stammt, in Richtung rund 3 Grad. Kann man natürlich nicht auf ein Zehntel genau sagen. Und wir sollten aber, wenn wir 1,5 Grad halten wollen, auf diesem hellblauen Pfad sein, der sich insbesondere
durch diesen sehr steilen Abfall ab jetzt sofort auszeichnet, weil CO2 dank seiner Lebensdauer in der Atmosphäre von Zehntausenden von Jahren, da kommt es auf die kumulativen Emissionen an, das heißt die Fläche unter diesen Kurven. Und das ist das berühmte Emissionsbudget, was eben begrenzt ist. Das ist die Fläche unter dieser Emissionskurve. Und wenn wir die klein halten wollen, um ein 1,5-Grad-Ziel zu halten, dann müssen wir eben jetzt sehr schnell mit den Emissionen runter. Gerade bei den niedrig hängenden Früchten, also bei den leicht vermeidbaren Emissionen, muss man sehr schnell handeln. Und als leicht vermeidbar gilt eben die Dekarbonisierung des Stromerzeugungssystems, weil wir haben die Lösung, wir haben die erneuerbaren Energien, die wachsen exponentiell und die Erneuerbaren sind inzwischen die billigste Energieerzeugungsform und von daher ist gerade die Energiewende ist wirklich das Zentrale, was wir als allererstes ganz schnell beschleunigen müssen und was ja wie gesagt auch schon sich selber beschleunigt, weil es exponentiell wächst, sodass wir ganz schnell alle Hemmnisse beseitigen müssen für den weiteren Windkraftausbau, den Netzausbau und so weiter, damit das auch mit dem exponentiellen Wachstum Schritt hält. Übrigens, dieser rote Pfad ist schon ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu vor Paris. Da gingen alle Szenarien davon aus, dass die Emissionen weiter ansteigen werden. Und dieser rote Pfad, das ist die jetzt schon implementierte Klimapolitik, die hat das schon quasi verhindert. Wenn wir so weitermachen mit der jetzigen Klimapolitik, werden die Emissionen stagnieren. Die Internationale Energieagentur hat ja gerade ihren neuen World Energy Outlook publiziert und geht davon aus, dass wir auch nicht auf dem roten Pfad bleiben, sondern dass weitere Klimaschutzmaßnahmen auch ergriffen werden. Und dass spätestens 2025 der Gipfel der Emissionen überschritten wird und die globalen Emissionen dann sinken werden. Ich freue mich sehr auf diesen Moment. Ich hoffe, er kommt noch vor 2025. Die IEA sagt übrigens auch, dass sie erwarten, dass der Ukraine-Krieg diese Energiewende und den Ausstieg aus den fossilen Energien noch beschleunigen wird. Einfach auch schon allein durch die stark gestiegenen Preise der fossilen Energien. Fakt ist, dass wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen die allermeisten fossilen Ressourcen einfach im Boden bleiben. Das ist das Unburnable Carbon oder wer diese Ressourcen besitzt, für den sind es einfach Stranded Assets. Wenn Sie irgendwie Geld in fossilen Energiefirmen haben, ziehen Sie es rechtzeitig raus, vor allen klar wird, dass das Stranded Assets sind. Die gute Nachricht für Deutschland ist, dass die Emissionen bereits sinken seit 1990. Das gilt aber für viele andere Industriestaaten auch und in vielen sinken sie auch schneller, zum Beispiel Großbritannien, Schweden, Dänemark und so weiter. Die schlechte Nachricht für Deutschland ist eben, bei uns sinken sie zu langsam, auch im internationalen Vergleich. Das Klimaschutzgesetz, gepunktete Linie, soll das Klimaneutralitätsgesetz 2045 erreichen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat nochmal vorgerechnet, das reicht nicht für 1,5 Grad, wenn wir das Restbudget auf Pro-Kopf-Basis auf die Weltbevölkerung verteilen, dann würde uns eben nur 1% davon zustehen und dann müssten wir schon 2030 klimaneutral sein. Es gibt gerade auch das Zwei-Jahres-Gutachten des Expertenrats vorige Woche, wo auch nochmal steht, bisherigen Emissionsreduktionsraten in Deutschland reichen bei weitem nicht aus, um die Klimaschutzziele für 2030 zu erreichen, die wie gesagt auch unzureichend sind im Vergleich zu dem, was unser fairer Beitrag zu 1,5 Grad wäre. Ja, und andere Länder reduzieren schneller als Deutschland, das habe ich hier auch nochmal aufgezeigt. Ich will jetzt gerade zum Schluss kommen, weil meine Zeit zu Ende geht. Die Kipppunkte sind nicht nur negativ, wir erleben einen Kipppunkt bei den erneuerbaren Energien, nämlich in dem Moment, wo sie einfach billiger sind als alle anderen Optionen. Das ist ein Kipppunkt, wo der weitere Ausbau eigentlich zum Selbstläufer wird, wenn auch nicht unbedingt schnell genug, ohne weitere politische Unterstützung, um die Klimaziele zu halten. Und es gibt, denke ich, auch gesellschaftliche Kipppunkte, Fall der Berliner Mauer zum Beispiel, wo Dinge, die lange Zeit eigentlich als unveränderbar galten, plötzlich in Bewegung geraten und sich auch die Gesellschaft verändert. Und ich habe den Eindruck, wir sind gerade, was das Energiesystem und Klimaschutz angeht,
an einem solchen gesellschaftlichen Kipppunkt, wo das Problem endlich stärker gesehen und ernst genommen wird, wo Klimaleugner, Regierungen abgewählt werden und so weiter. Damit will ich schließen. Ich danke sehr für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie mir folgen auf Twitter. Jetzt bin ich auch seit Elon Musk auf Mastodon übrigens. Und ja, viel Spaß heute Abend noch.